geehrter Herr Burmeister, Herr Bormann, lieber Dr. Kerklo, sehr geehrter Herr amtierender Aufsichtsratsvorsitzender Birner, meine Damen, meine Herren. Es ist in der Tat so, ich bin heute ganz offensichtlich der einzige Vertreter der Politik hier. Das hängt damit zusammen, dass wichtige Ereignisse stattfinden. Beim Bund hält die Bundeskanzlerin eine Regierungserklärung. Beim Land kommt es jetzt zur Kabinettsbildung und zur Vereidigung der Minister. Und eigentlich hätten wir auch in der Münchner Politik heute eine Veranstaltung, die es eigentlich gar nicht erlaubt, dass man da fehlt. Das ist nämlich die Vollversammlung des Münchner Stadtrates. Da müssen eigentlich alle da sein, Oberbürgermeister, Bürgermeister und so weiter, alle Stadträte. Aber wir haben es uns jetzt nicht nehmen lassen, bei unserem Flughafen hier heute dieses Ereignis, Herr Hohmeister, Herr Bormann, auch entsprechend zu würdigen. Und im Übrigen sage ich auch noch dazu, für einen Münchner Bürgermeister ist es nicht das geringste Problem, auch das Land und den Bund mitzuvertreten. Ja, wir sind hier die Metropole, das Drehkreuz des Südens, Herr Hohmeister. Deswegen, und im Süden, da steht die Sonne, da ist es besonders hell und freundlich. Deswegen muss ich Sie enttäuschen, Bayern wird jetzt nicht von einem kräftigen, schönen Blau, so wie unser Himmel blau ist, dann in dieses etwas, vornehmere Abendblau wechseln. Da müsste sich dann allenfalls die Lufthansa wieder an den Freistaat anpassen und daran arbeiten wir ja noch. Ja, ich freue mich, dass ich Sie im Namen der Landeshauptstadt und eben dann auch der gesamten Politik hier zu dieser ganz besonderen Veranstaltung begrüßen darf. Als der Flughafen München vor nunmehr fast 26 Jahren im Mai 1992 eröffnet wurde, war das Flugzeug, um das es heute noch geht, pure Zukunftsmusik. Erst zwei Jahre später, im Juli 1994, starteten bei Airbus die ersten Entwicklungsarbeiten für das neue Großraumflugzeug. Gleichwohl hatte der Münchner Airport, dank der Gnade seiner späten Geburt vielleicht, im Hinblick auf den Riesenjet einen erheblichen Startvorteil gegenüber anderen Flughäfen. Denn die Planer und Architekten, und ihnen sei Dank, die den Flughafen München in den 70er und 80er Jahren konzipiert hatten, waren so weitblickend gewesen, die Entwicklung größerer Passagiermaschinen vorauszusehen und damals eben schon zu berücksichtigen. Deshalb wurden die Start- und Landebahnen, Rollbrücken und Rollwege am Flughafen München von Anfang an so ausgelegt und dimensioniert, dass sie auch für Großraummaschinen der kommenden Generation ausreichen würden. Diesem Weitblick war es zu verdanken, dass der Flughafen München bereits im April 2004 als erster europäischer Flughafen die offizielle Zulassung für den Betrieb von Luftfahrzeugen vom Typ Airbus A380 erhielt. Inzwischen ist dieses Flugzeug, wenn auch bisher ohne den Kranich im Leitwerk, nun schon seit über 6 Jahren regelmäßig am Münchner Airport im Einsatz. Und obwohl die A380 mittlerweile mehrmals am Tag am Drehkreuz des Südens zu sehen ist, bleibt jeder einzelne Start und jede einzelne Landung für Luftfahrtfans ein besonderes Ereignis. Man kann das sehr schön beobachten, wenn man beispielsweise zum richtigen Zeitpunkt auf dem Besucherhügel des Münchner Flughafens steht. Die A380 ist ein Meisterwerk europäischer Ingenieurskunst und ob jung oder alt, sie übt eine einmalige Faszination auf uns alle aus. Nie hat die Menschheit dem uralten Traum, in die Lüfte zu steigen und zu fliegen, erhabener und imposanter umgesetzt als mit der A380. Meine Damen und Herren, nun ist es eine Sache, wenn ein besonders spektakulärer Flugzeugtyp regelmäßig bei uns verkehrt und eine andere Sache, wenn dieser Flugzeugtyp von München aus eingesetzt wird. Mit der Stationierung von 5 Flugzeugen vom Typ Airbus A380 durch die deutsche Lufthansa beginnt für den Flughafen München ein neues Kapitel. Nach London, Paris, Frankfurt wird das Bayerische Luftverkehrsdrehkreuz der erst 4. europäische Standort sein, an dem Maschinen dieses Typs stationiert sind. Damit steigt München also einen sehr erlesenen Kreis von europäischen Mobilitätsmetropolen auf. Eine durchaus folgerichtige Entwicklung, wenn man bedenkt, dass man mit dem Flugzeug von München aus schon heute mehr europäische Ziele erreichen kann als von jedem anderen Airport. Wenn nun ab sofort auch noch das weltweit größte Verkehrsflugzeug
von der bayerischen Landeshauptstadt aus operiert, dann ist das zweifellos auch ein weiterer Meilenstein in der erfolgreichen Zusammenarbeit des Münchner Flughafens mit der deutschen Lufthansa. Meine Vorredner haben das ja bereits sehr gut illustriert. Diese Zusammenarbeit begann Mitte der 90er Jahre. Damals nutzte die Lufthansa und der Flughafen München gemeinsam die historische Chance, den Airport zu einer Drehscheibe des internationalen Luftverkehrs auszubauen, mit dem im Jahr 2003 eröffneten Terminal 2, das beide Unternehmen gemeinsam betreiben, bekam das Drehkreuz München eine äußerst attraktive Gestalt. Es wurde schnell so populär, dass eine abermalige Kapazitätserweiterung folgte. Und mit dem vor knapp 2 Jahren eröffneten Satellitenterminal konnte die Passagierkapazität des Münchner Flughafens dann noch einmal um 11 Millionen auf insgesamt über 50 Millionen Fluggäste erhöht werden. Ich betone das deshalb, meine Damen und Herren, weil in so mancher Debatte, die in der Vergangenheit stattfindet, zurzeit gerade wieder nicht so sehr, aber zukünftig womöglich wieder stärker in den Mittelpunkt des Interesses rücken wird, einfach nicht vergessen werden darf, dass der Flughafen Job- und Wohlstandsmotor für München und die gesamte Region ist. Es geht um Arbeitsplätze, es geht um die Firmen, die hier sind, die dann auch die Steuerkraft auch der Landeshauptstadt mit bewerkstelligen und miterzeugen. Und meine Damen und Herren, ich bin auch der festen Überzeugung, dass es richtig ist, dass ein Flughafen weiter mitspielen muss im Spiel der großen Flughäfen, um zukunftsfähig zu sein. Das sind Aspekte, die man hier wirklich einmal auch deutlich benennen muss. Meine Damen und Herren, der Flughafen gewinnt hier noch einmal deutlich an Schub. 500 zusätzliche Arbeitsplätze. Ich habe gerade von den Arbeitsplätzen gesprochen, sehr verehrter Herr Birner. Das ist uns wichtig. Aber auch bei Zulieferern und Partnern der Lufthansa außer und innerhalb des Airports dürften die Kapazitätserweiterungen durch die 5 Airbusse A380 erhebliche Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte auslösen. Jetzt freut es mich natürlich als Münchner Bürgermeister besonders, dass das erste Flugzeug aus dem A380-Quintett, das nach München gekommen ist, auch den Namen der Landeshauptstadt trägt. München. Das ist deswegen super, meine Damen und Herren, weil wir wissen, dass diejenigen, die aus München weg wollen, eigentlich weg müssen, eigentlich gar nicht weg wollen. Und die können somit Gott sei Dank noch länger in München oder an Bord von München bleiben. Und diejenigen, die herkommen, die wollen ja so schnell wie möglich da sein, die können dann an den Herkunftsort sozusagen schon München besteigen. Und das finde ich als Münchner Bürgermeister natürlich super. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte jetzt abschließend der deutschen Lufthansa und unserem Münchner Flughafen viel Erfolg bei der Einführung dieses wirklich faszinierenden Langstreckenflugzeugs wünschen. Indem Sie eine A380-Flotte in München ansiedeln, tragen Sie maßgeblich dazu bei, die Attraktivität und Erreichbarkeit unseres Landes und unserer Stadt für internationale Gäste weiter zu steigern. Vor diesem Hintergrund bedeuten diese Flugzeuge nicht nur für den Flughafen München und die Lufthansa ein Stück Zukunfts- und Standortsicherung. Nein, der von nun an hier beheimatete A380 wird auch den Freistaat Bayern, die Landeshauptstadt München und die heimische Wirtschaft nachhaltig und dauerhaft stärken. Vielen Dank.